Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Beute von Dion Meyer. Und das ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Krimi- bzw. Thriller-Autoren Südafrikas. Und ich habe bisher aus diesem Bereich noch gar nicht so viel gelesen, um nicht zu sagen gar nichts. Und der wird aber immer wieder empfohlen, unter anderem von Thorsten von Toto Liest. Und dann bin ich irgendwann in der Buchhandlung mal über ein Buch von ihm gestolpert und dachte mir, ja, das nimmst du mit. Und ja, so bin ich zu Dion Meyer gekommen. Er ist einer der wenigen Autoren aus Südafrika, der auf Afrikaans schreibt. Also auf der Sprache, die sich gebildet hat, weil die Niederländer dort Kolonialmacht waren. Die meisten Autoren schreiben auf Englisch. Es sind in Südafrika gibt es viele offizielle Sprachen, neben Afrikaans und Englisch eben auch Xhulu oder Xhosa, die auch beide drin vorkommen in dem Buch. Also nicht wörtlich, sondern halt, er spricht auf der Sprache mit dem und dem. Also Dion Meyer berücksichtigt sozusagen die Sprachvielfalt. Aber kommen wir mal zum Kern, zum eigentlichen, ja, zum Inhalt zu sagen. Und das ist ein, ja, Thriller. Man könnte auch sagen Krimi, hier steht das Thriller vorne drauf. Beute, und wir sehen schon einen Zug, der so sozusagen vor einer Art Steppe, vor einer Ebene ist. Und darum geht es auch. Es gibt nämlich einen Toten, der aus einem Zug geworfen wird. Und der Hauptcharakter der Dion Meyer Serie, Benny Grissel, mit seinem, ja, Ermittlungskomplizen Wagen Cupido, die sollen nun ermitteln und die sind auf einer, ja, Spezialmission. Die gehören nämlich der Wolke oder Falke an, einer Spezialeinheit der Polizei, die eben, ja, etwas schwerere Fälle aufklärt und diese Sachen übernimmt, wo andere gescheitert sind. Ja, und hier geht es jetzt darum, wieso ist der Mann gestorben, wer hat ihn aus dem Zug geworfen und so weiter. Man erfährt viel über die politischen Verhältnisse, über Korruption, über Einflussnahme von anderen Ländern, eben auf Afrika und auf die Ressourcen. Und in diesen Wirrungen ermitteln eben Benny und Cupido für ihre Chefin Mbali Kalini, die auch irgendwann involviert wird. Und gucken, ja, was ist denn das? Das ist so ein Luxuszug. Wie ist das passiert? Wer ist der Mörder? Und kommen da immer mehr in Verstrickungen rein. Das ist sozusagen die eine Storyline. Die andere Storyline ist ein ehemaliger südafrikanischer Armeeangehöriger, der sich unter neuer Identität in Frankreich niedergelassen hat und dort reaktiviert wird, um den südafrikanischen Präsidenten zu töten als Auftragskiller. Diese beiden Storylines begleiten wir und die treffen sich irgendwann am Ende. Das heißt, der Fall, den Benny und sein Kollege lösen, ja, spielt eben in die Operation des Präsidentenattentates oder des versuchten Präsidentenattentates hinein. Und wir sehen dabei ganz schön, wie die Verstrickungen in den, ja, Wirren des aktuellen Systems in Südafrika sind. Diese beiden Handlungsstränge werden am Anfang sehr ausgiebig und sehr lang erzählt. Und je weiter das Buch voranschreitet, desto kürzer werden die Intervalle und desto mehr Spannung wird dann eben hin und her aufgebaut. Das finde ich ganz gut. Generell hat mir das Buch sehr gut gefallen. Wir lernen sehr viel über die Lebensweise dort, über die Verhältnisse, über die Intentionen der Menschen, über, ja, die Umwelt, in der sie leben, sowohl Natur als auch, ja, städtischer Raum. Und alles in allem ist ein sehr spannendes Buch. Ich will jetzt von der Handlung gar nicht so viel mehr verraten. Ich habe dem Buch insgesamt 5 Sterne gegeben, also ein voller Erfolg. Ich hatte tatsächlich auch einigermaßen Erwartungen an den Autoren, weil viele Leute eben schon über die Qualität sozusagen berichtet haben, die er zu Papier bringt.
Und die hat er auf jeden Fall gehalten, wenn nicht sogar übertroffen. Es war ein sehr, sehr gutes Buch, was ich jedem, der Krimis und Thriller liest, nur ans Herz legen kann und der vielleicht auch sogar mal in den einen oder anderen, ja, Kulturkreis abtauchen möchte, der eben nicht europäisch ist. Ich fand das ganz gut. Ich werde wahrscheinlich auch weitere Bücher von ihm lesen und vielleicht auch nochmal andere Kontinente ja, ausprobieren. Vielleicht weiter in Afrika, vielleicht auch mal irgendwas in Asien. Da hatte ich jetzt letztens auch mir gekauft 50 von Hideo Yokoyama, auch ein Krimi, spielt in Japan. Und ja, das fand ich ganz interessant, einfach mal andere Kulturen quasi in einem spannenden Buch kennenzulernen. Vielleicht nur abschließend als kurze Info: Die Beute ist ursprünglich 2018 erschienen, ist jetzt letztes Jahr quasi auf Deutsch rausgekommen und es gibt schon ein neues Buch von ihm, Todsünde, das ist jetzt ganz frisch draußen und da werde ich mir vielleicht auch nochmal, wenn ich mir das im Weg läuft, werde ich mir das vielleicht auch nochmal gönnen. In diesem Sinne sage ich, falls ihr mal Lust auf einen südafrikanischen Thriller habt, in dem natürlich die niederländische Sprache viel Einfluss hat. Also wir sehen Wörter wie zum Beispiel Plein oder Straat, die wir kennen, wenn man öfter mal in Holland ist. Ist auch ein netter Nebenfakt. Und wenn ihr Lust auf mal so einen anderen Kulturkreis habt, dann schaut euch doch mal an und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr generell schon mal Dion Meyer gelesen habt oder Literatur aus dieser Region. Würde mich interessieren und in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.